Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute packen wir ein Trash-Wanderpaket aus und zwar nicht irgendein Trash-Wanderpaket, sondern das Mix-It-Trash-Paket. Das ist jetzt schon die zweite Runde und ich verlinke euch alle lieben Mädels, die mitmachen, unten in der Infobox. Das sind nämlich ein paar und ihr solltet da unbedingt vorbeischauen und ein bisschen Liebe dalassen. Dann könnt ihr das Paket auch verfolgen und gucken, wie sich das so verändert. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, was rauszusuchen, was ich rein tue. Das machen wir dann gleich zusammen am Schluss. Und ich packe aus Runde 2, ich freue mich. Das müsste von der lieben Irene sein. Eine schöne Karte. Liebe Grüße, Irene, ihr Lieben. Wie schön, wir sind in Runde 2. Ich freue mich, dass ihr alle dabei geblieben seid. Das Schöne ist, dass man sich dadurch besser kennenlernt und weiß, was die anderen mögen. In dem Sinne hoffe ich, für euch ist etwas dabei. Lieben Gruß, Irene. Ja, das hoffe ich auch. Wir haben in diesem Mix-It-Trash-Paket nämlich nicht nur Beauty drin, sondern auch Lebensmittel und Deko, deswegen Mix-It-Trash-Paket. Die Karte lege ich mal dahin. Hier haben wir von der lieben Mirka eine schöne Karte und ein Tütchen voll mit Masken. Die Lieben tun da immer Geschenke rein. Ich bin ja leider immer noch so ein bisschen klamm, was Money angeht. Aber sobald, ihr wisst es ja, meine Ausbildung geht morgen los. Ah! Wenn ihr das seht, ist es morgen. Wenn ich dann auch wieder ein bisschen mehr Money habe, dann werde ich auch wieder Geschenke reintun. Da gibt es einmal eine fruchtige Maske und einmal die Hawaiian Dream mit Monoi-Blütenextrakt und Kokoswasser. Zwei Sachets, das ist ein Geschenk. Das nehme ich mir raus. Dann ist hier eine schöne Karte von der lieben Lydia. Moin moin und viel Spaß beim Auspacken. Ihr seid so ein geiler Haufen und ich liebe unser Mix-It, Lydia. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Balea Fußcreme, Orea Fußcreme von der lieben Doreen. Das Tütchen schmeiße ich dann mal weg. Das ist von dem Cappuccino, der leider nicht überlebt hat, ziemlich dreckig. Und ich nehme mir meine Fußcreme raus. Danke, Doreen. Und ja, für sehr trockene Füße, die werde ich gerne behalten. Dann, ich glaube, das ist Tanja, diese schöne Karte und ein Säckchen. Da ist eine schöne Maske drin und zwar Collagen Essence Sheet Mask mit einem Schweinchen drauf. Oh, ich fühle mich so schlecht, dass ich nichts reintun kann. Aber wenn wir noch ein paar Runden machen, dann tue ich auch wieder was rein. So, dann von My Little Box ein Täschchen. Und da sind noch zwei Ampullen drin. Einmal Antifalten und einmal Hydro. Nach mir ist ja die Doreen dran. Ich glaube, die Doreen ist jünger als ich. Dann, aber ich hätte lieber gern die Hydro. Tut mir leid, Doreen. Du kriegst Q10. Q10 ist auch in deinem Alter schon gut. Sage ich mal ganz frech. Das ist von der lieben Nina, das weiß ich.
ein schönes Täschchen. So. Was haben wir hier? Eine irgendwas Verpacktes. Kuchen gefüllt mit Apfel. Kuchen gefüllt mit Apfel, Herr Muffin. Ja, sehr gut. Oh. Den nehmen wir. Was? Danke. Das nehme ich mir schon mal raus. Danke, Irene. Das müsste nämlich von der lieben Irene sein, weil das habe ich in den vorigen Paketen noch nicht gesehen. Dann haben wir hier Wer möchte, nimmt sich einen raus. Groß Irene. Oha. Ein Lippenpflegestift-Set. Da gibt es Kokonat, Jojoba, Argan, Almondöl. Ich nehme Kokonat. Sehr gerne nehme ich mir da einen raus, liebe Irene. Wenn ich ihn aufkriege. Einmal Coconut Lip Balm nehme ich mir raus. So. Der Rest darf weiter wandern. Der Geschenkestapel ist so riesig. Dann haben wir hier noch was Verpacktes. Das ist aber sehr gut eingepackt. Ah, das sind Kerzen. Und Herr Muffin im Hintergrund. Herr Muffin braucht sein Hemd. Das ist wichtig, ja. Ist ganz schön frisch draußen geworden. Die Kerzen lasse ich aber weiter wandern. Du, in der Küche steht ein großer Karton auf dem Stuhl. Mhm. Könntest du mir den einmal holen? Ja, gerne. Ich darf nämlich, oder ich soll nämlich den Karton austauschen, weil der, den wir jetzt haben, der ist so ein bisschen fragil. Und dann kann ich die Sachen, die ich nicht will, gleich in den anderen Karton tun. Dachte ich mir so. Dankeschön. Bitteschön. Bis später. Bis später. So, hier haben wir den neuen Karton. Und Verpackungsmaterial. Ah, ich stell den mal vor mich. So, weiter geht die wilde Fahrt. Hier sind noch mal Geschenke drin von der lieben Steffi. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf diese gefüllten Apfelkuchen. Bin ich richtig scharf drauf. So, wir haben ein Deo-Roll-On, wir haben Trockenshampoo, wir haben was zum Duschen. Wir haben eine Körperbutter. Ja, und ein Shampoo. Ich glaube, ich nehme das zum Duschen raus. Auch wenn es nicht mein Duft ist, Herr Muffin mag gerne so zitrische Düfte. Ja, aber das mag ich auch leiden. Das riecht nach Zitronenbonbon. So. Hier habe ich, das habe ich schon bei der lieben Irene gesehen.
Das ist M-Asam Vitamin C Rich Intensivcreme, Vitamin B3 und Sheanuss. Reichhaltige Pflege mit wertvollen Ölen, mindert Linien und Falten, unterstützt die Hautelastizität. M-Asam habe ich noch nie ausprobiert und das ist meine Chance. Das bleibt bei mir. Endlich mal M-Asam ausprobieren. Nachdem so viele Leute davon geschwärmt haben. Hier haben wir Beauty Drops Retinol 1%, Vitamin C und E, ein Body Oil. Das darf weiter wandern. Hier haben wir eine Box für Sophie. Ganz lieben Dank nochmal für die Masken. Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Dankeschön, deine Mirka. Ah, eine Box in der Box für mich. Für mich. Alles nur für mich. Nourish and Shine Detangles Hair. Nourishing Hair Treatment Mask with Coconut Oil. Ja, sehr cool. Oh. Dann haben wir eine Yuti Energy Elixier Tuchmaske. Auch sehr cool. Oh. Ein großes Trackelmond Duschgel. Cassis. Fruity Cassis. Kiss, sehr geil, Duschgel geht immer. Eine Le Petit Marcellin Extra Gentle Cream White Peach Face and Body, sehr geil. Und ein London Girl Long Lasting Lipstick in der Farbe New Season 24. Vielen Dank, liebe Mirka. Oh, ich freue mich ganz doll. Das sind natürlich auch meine Produkte. Ihr müsst dazu wissen, ich habe beim Action Mirkas Lieblingsmaske entdeckt und habe ihr die 5-mal zugeschickt. Und dann hat sie gefragt, was sie mir denn schenken kann. Und dann habe ich gesagt, ach, surprise me. Und sie hat mich surprised. Sehr schön. Freue ich mich sehr. So, dann haben wir eine Goodiebox. Ich hatte noch nie eine Goodiebox in der Hand. Das ist eine Goodiebox Crush. Und alle schwärmen immer so davon, weil man die ja aufziehen kann. Und da sind Produkte drin. Ich sehe schon Produkte auch von mir. Summer Blues Goodiebox. Ja, hier ist so ein Flyer. Sukin Renewing Day Cream. Ich liebe Sukin, das ist eine coole Marke, das behalte ich. Dann ist hier drin noch ein Extreme Shine Essence Lip Gloss. Der darf weiter wandern. Und hier sehe ich meine ganzen Produkte. Das sind Nagellacke und so ein Tan Mist. Da muss ich mal rumfragen, ob das jemand haben will. Hier sind auch noch zwei kleine Nagellacke drin von Catrice. Einmal so ein goldener. Der war nicht von mir, der bleibt aber bei mir. Und ein beigefarbener. Die waren aus dem Adventskalender. Auf die war ich sowieso scharf. Jetzt habe ich sie. Hier sind... Und ein Sanitizer Resistant Topcoat. Den habe ich zwar schon, aber den behalte ich trotzdem, weil Topcoat kann man immer gebrauchen. Und der soll sehr gut sein, habe ich gehört. Also sind zwei Nagellacke und das Glow Mist wieder zu mir zurückgekehrt. Die bleiben mal bei mir. Dann haben wir hier einen Bella Pierre Lippenstift. Lippenstift habe ich genug. Dann haben wir hier von Claire Golden Beige. Eine Corrector Cream. Die ist mir zu beige. Dann ist hier ein kleines Schmuckstück drin. Ein kleines
Herz. Das darf auch weiter wandern. Und von Elf. Von Elf ist hier eine Lidschattenpalette drin, die ich nicht aufkriege. Oh, die hat einen Schlag mitbekommen. Die hat einen mitgekriegt. Ist so eine Nude-Palette. Die darf dann auch bei mir bleiben, weil erstens habe ich noch nichts von Elf und zweitens ist sie kaputt. Und ich will sie nicht weiterschicken, weil sonst geht sie noch mehr kaputt und das wäre echt schade drum. Also bleibt die bei mir. Das packe ich wieder rein. Was haben wir hier Schönes? Ach, das ist, da tut man Tee rein. Das ist so eine Teebox. Always time for tea. Und da kann man Tee reintun. Ich lasse meinen Tee immer in der Originalverpackung tatsächlich drin. Und deswegen darf die Teebox weiter wandern. Hier haben wir noch eine Goodiebox. Das ist dann die normale Goodiebox. Die haben so ein schönes Design. Und ich habe keinen Platz mehr. I'm running out of space. Oha. Hier haben wir eine Lidschattenpalette drin. Die darf weiter wandern. Und eine kleine, oh, ist die schön, von Art Deco, mit diesen Schmetterlingen. Und da sind auch ganz schöne Farben drin. Mit Spiegel. Aber die sind mir zu pastellig, das darf weiter wandern. Auf die war ich ja scharf. Ich gucke sie mir mal an. Parental Advisory Explicit Content bei I Love Revolution. Die hat die liebe Irene reingetan. Und die muss ich mir jetzt mal angucken. Die finde ich ja vom Packaging so geil. Die ist auch noch ganz. Die ist echt schön. Nude-Töne, Schimmertöne, matte Töne, die behalte ich. Ich bin ein Palettenhorder. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Platz mehr für noch mehr Lidschattenpaletten. Aber ich liebe Paletten so sehr. So, was haben wir hier noch? Ein 2-in-1 Perfect Tan Powder and Make-up. Das darf weiter wandern. Das benutze ich nicht. Eine La Mia Beauty Illuminator Palette. Gucken wir uns mal an. Die ist so schön gummiert. Schön. Schöne Farben. Schöne Farben, aber darf weiter wandern. Ich habe genug Highlighter. Ich habe auch genug Lidschattenpaletten, aber Highlighter finde ich nicht so spannend wie Lidschattenpaletten. Und dann sehe ich die wollte keiner haben. Die Zoeva Screen Queen Palette. Die habe ich einmal in einem Video benutzt. Mag sie nicht so gerne. Die wird ein anderes schönes Zuhause finden. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich auf Instagram einen Aufruf starten werde und fragen werde, wer das Schätzchen haben möchte. Beziehungsweise die Sachen, die in meinen Trash-Paketen oder die in Trash-Paketen keinen neuen Ablehmer gefunden haben, dass die jemand kriegt, der sagt, möchte ich gerne haben. So, dann packen wir mal das aus der kleinen Goodiebox hier mit rein.
La 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 la. Und hier ist noch ein Lip Liner drin. Lip Liner benutze ich nicht. Der Lip Liner darf da auch wieder rein. Und dann packe ich die Goodie Box mal hier rein. Weiter geht die wilde Fahrt hoch mit der nächsten Goodie Box. Da haben wir einen Duschpuffel drin. Brauche ich nicht. Hier sehe ich, glaube ich, wieder was von mir. Hier sind Interdentalbürstchen Größe 2 drin. Die sehen gut aus. Die behalte ich. Ich bin ja so faul, was Zahnseide angeht. Und deswegen probiere ich mal Interdentalbürstchen aus. Dann, das ist, glaube ich, mein Säckchen gewesen. Da sind allerhand Produkte drin. Self-Tanning, ein Blush, eine kleine Augenbrauenpomade, ein Lip Balm. Das waren meine Sachen, das kommt raus. Dann haben wir hier noch eine Sensitiv-Sonnenbalsam, sehr hoch. Finde ich gut, aber habe ich genug da? Ein Max and More Fixing Spray. Ich habe noch genug Fixing Spray. Eine Star Skin 7 Second Luxury All Day Mask. Von der hat Mirka gesagt, dass sie so gut sein soll. Deswegen nehme ich mir die mal raus. Und was haben wir hier an der Seite noch? Eine Badeessenz. Ich habe keine Badewanne. Und ein Youth Lift Express Lifting Gel. Das darf auch beides weiter wandern. Uah. Jetzt stürzt hier mein Türmchen ein, was ich mir gebaut habe. So, das war die Goodie Box. Und jetzt kommen wir zur letzten. Seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Oha, die sieht ein bisschen ramponiert aus. Schauen wir mal, was sich da drin versteckt. Wir haben hier einen Protein Valley, Natural Valley Cake. Den wollte Nina haben. Dann haben wir hier einmal Reese's Buttercups drin. Die habe ich noch in weißer Schokolade da. Dann haben wir hier zwei gedrehte Lollis. Zwei Beutel Götterspeise. Und einen Frühlingstee Zitronenverbene und Minze. Das ist alles nicht so mein Jam. Das darf weiter wandern. So, und das war das Mix-It-Trash-Paket. Ich gucke noch mal rein. Nein, hier ist nichts mehr drin. Der Karton kommt eh weg. Der hat es hinter sich. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Schaut unbedingt bei den Mädels vorbei. Drückt mir die Daumen für morgen, für die Einschulung. Da ist erstmal Einschulung und dann habe ich Schule und dann arbeite ich am Mittwoch den ersten Tag. Ich freue mich schon ganz doll. Ja, genau. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ach nee, was zum nächsten Mal? Ich wollte euch noch zeigen, was ich reintue.
Und zwar tue ich rein eine von My Little Box. So sieht das aus. Von My Little Box einen Cognac-Schwaben. Manche mögen ja gerne diese Cognac-Schwämme. Der ist jetzt in Muschelform, finde ich ganz süß, aber benutze ich nicht. Deswegen, ich tue einen Cognac-Schwamm rein. Genau. Ja, jetzt aber. Macht's gut. Tschüss.